Deswegen, ich feiere dich mit Respekt. Du hast Haare auf den Zähnen, du kannst dich gegen jeden wehren, aber gib den Leuten eine Chance, ganz kurz eine Minute zu reden und dann zerstör die. Oder auch nicht. Ja, ich verstehe, was du meinst und alles, wieso ich jetzt so reagiere, wie ich reagiere, also mit Temperament. Also erstens, ne, ich bin Albanerin, ich kann das leider nicht zurückdings, mein Blut kocht immer zu schnell. Ja, das macht Deswegen, sie. Das ist eine Ungeduld. einmal das, nur ganz kurz, einmal das. Und weswegen ich zum Beispiel auch oft ins Wort falle, weil es ist nicht mein erster Stream. Ich habe oft hier Gläubige und ich merke bei denen, die wo glauben, sei es Muslime oder Christen, nicht alle, die reden viel und am Ende haben sie nichts gesagt. Und das ist nämlich mein Problem. Leute, Ja, das ist einfach gestern sachlich vorgefallen. bleiben Du wirst wissen, was und bei gestern dem, passiert und ist, Lara. bei dem Punkt, warte mal ganz kurz, und dann einfach bei dem Punkt eingehen. Ihr müsst jetzt nicht so weit ausholen und so, und deswegen mache ich halt so, wie ich bin. Aber okay, du hast Ja, eigentlich schade, dass recht. der Ja. Islam-Ding nicht mehr da ist, weil ich wollte genau in dem Zeitpunkt rein, um ihn zu vergraulen von TikTok. Ich wollte ihn mit seinem Wissen, meine Mission ist seit gestern, ich bin seit über einem Jahr auf TikTok und seit gestern das erste Mal live. Meine Mission ist ab sofort alle Leute, die schlechte Sachen verbreiten, nicht einschieben. Pass auf, Lara, was ich dir erzählen wollte, ich bin in einen Live reingekommen, genau wie bei dir. 9 Leute waren möglich, 7 Leute waren da. Mit mir zusammen. Die erste Frage, die man mir gestellt hat, ja, bevor man mich fragt, Karim, wie geht's dir, das, hier, bla, blub, ne, was machst du, was ist der Grund, dass du hier rein? Nix. Die erste Frage, die sie mir gestellt haben, bist du Moslem? Warum? Dann Ja. wurde das gehässig. Dann haben sich zwei, einer nennt sich Islam sowas, der andere nennt sich von mir aus Islamkenntnis, was auch immer. Dann fangen die an zu streiten, wer von den beiden recht hat, was im Koran steht. Und die sind beide, das sind beides Leute, die jeden Tag live gehen und Leuten, die versuchen, das ist sowas. Ich finde, Leute, bitte spendet mir nichts. Spendet lieber was ins Kinderkrankenhaus oder in Tierheime. Bitte spendet mir nichts. Alles, was ihr mir spendet, gebe ich 1:1 wieder an gute Dinge Same, ab, bei ne? mir auch. Bitte, ich wirklich, also ich danke euch von ganzem Herzen. Es reicht mir, wenn ihr Lara zuhört, wenn ihr den anderen Leuten hier, die mit im Chat sind und noch kommen werden, zuhört. Aber bitte spendet mir persönlich nichts. Von ganzem Herzen danke, aber nein. Darf ich dich vielleicht fragen, weswegen du den Islam verlassen hast, oder Ich, wie pass kam auf, es? Also du ich musst habe nicht jede. sagen, nur aus Neugier. Lara, ich glaube an Gott. Und ich werde auch immer an Gott glauben. Aber ich werde nicht an Gott glauben und mir eine bestimmte Religion aneignen, um eine Dazugehörigkeit zu finden, weil ich muss das mit mir ausmachen. Ich bin später der, der das braucht. Diesen Glauben, den habe ich für mich und nicht um den anderen Leuten zu zeigen, wie cool ich bin. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute hier auf TikTok reinkommen. Es wird immer schlimmer. Jeder vierte, fünfte Live in meiner For You, jeder nennt sich Islam. Hodja, Modja, Kambodscha, jeder will auf einmal auf Islamik sein, jeder ist das. Und gerade in der heutigen Zeit, wo der Islam von der Welt so gehatet wird, seit 9-11 und auch davor schon, das geht ja schon seit den 80er Jahren so, sollten die Leute ein bisschen vorsichtiger sein und nicht mit radikaler Art und Weise versuchen, die Leute auf ihre Seite zu ziehen und zu behaupten, der Islam ist das einzig Wahre. Die meisten wissen gar nicht, dass der Islam der letzte Glaube war, der dazu kam. Der Judentum war der, aber das ist egal. Ich will gar nicht über Glauben und so reden. Ich möchte, dass die Leute mit sowas hier auf TikTok aufhören. Ich bin Christ, das, ich bin. Macht euren Content, wenn ihr alleine seid, lasst keinen in euren Live rein. Macht euch, lest das Buch vor. Jeder hat das Recht. Es gibt Leute, die können nicht lesen. Wenn einer, ein Hodja hier bei TikTok reinkommt, macht die Kommentare aus, macht das, den Zugang für andere Leute nicht möglich. Mashallah, ich unterstütze das. Gebt den Leuten die Chance, die nicht lesen können, dass jemand dem den Koran vorliest. Aber jemand, der sich Islamwissen nennt oder was auch immer, geht hin und sagt, du bist kein Moslem, du bist das nicht, du darfst das nicht, die Frau wird geschlagen, das, das, das. Wenn du tot bist, werden dich 99 Jungfrauen mit einer geschwollenen Brust erwarten, wenn du das oder. Hä? Ja, Was ist ich das denn verstehe, was du bitte? meinst. Guck mal, ich verstehe, was du meinst. Ich bin mit vielen Sachen mit dir, ne? Wie gesagt, so. Mein Problem ist nicht, dass die zu mir sagen, ich bin ein Käferer, ich bin eine Höllenbewohnerin. Das andere, das juckt mich gar nicht. Ja, okay, da bin ich halt von mir aus der Käferer. Okay, da gehe ich halt in der Hölle. Ich glaube sowieso nicht dran. Verstehst du so? Nein, nein, genau. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist,
Die, erstens, wenn die Leute sowas sagen, ja klar, das ist ja auch vom Islam, ne? Aber wenn die das sagen, sie nutzen das als eine Beleidigung. Sie nutzen das, weil sie dich selber hassen, weil du ein Nicht-Muslim geworden bist. Verstehst du, so dieses Hass? Und sie zeigen so ihren Hass. Und da sieht man mal, was ihre Religion mit ihnen gemacht hat. Weißt Ja, du? So. ganz kurz einen Kommentar beantworten von dem Hack. Du darfst weiterreden gleich. Der schreibt mir rein, der Hass in seiner Stimme. Hack, das stimmt nicht. Der Hass geht nicht gegen den Glaube, weil ich respektiere jeden das, was der Mensch macht. Der Hass geht gegen so Menschen wie dich, die versuchen mit Gewalt Leute auf ihre Seite zu ziehen, wie Scientology. Ja, ihr fuckt euch ab, auf Deutsch gesagt, TikTok sportlich, dass die Leute zwei, dreimal im Jahr bei euch an die Tür klopfen und euch zu versuchen, dass der Christentum die Zeugen Jehovas und sowas, ja, und ihr macht nichts anderes auf so einer Social Media Plattform und draußen, ihr stellt euch draußen in der Fußgängerzone hin und verteilt den Koran. Da fängt für mich der Hass an und ich hasse nicht diese Glaubensgemeinschaft, sondern ich hasse so Leute wie dich. Nein, guck mal, erstmal alle, wir beruhigen uns. Ich verstehe schon, das ist so emotional. Guck mal, du musst eine Sache lernen. Ich weiß ja nicht, wie oft du live gehst, so bedingt, aber du, ja, der redet jetzt die Richtige. Das ist mein Temperament. Nee, aber ich versuche auch wirklich nicht in jeden Kommentar einzugehen, okay? Weil es ist schon klar, es gibt viele Kinder hier, die kommen hier, um zu provozieren. Die sagen, du hasst und so. Mir sagen die auch, ja, ich bin eine Islamhasserin oder ich hasse Jesus oder ich hasse das Christentum. Also die Christen, die sagen zu mir auch solche dumme Sachen, weißt du? Aber für mich persönlich juckt mich das nicht. Wenn es euch doch nicht passt, dann entweder stumme ich die Leute oder die können weitergehen. So. Also deswegen geh nicht drauf ein, die wollen vielleicht nur deine Aufmerksamkeit. Wir sind temperamentvoll, wir haben eine gewisse Ton in einer Stimme ist halt Ja, so, genau. manche können nicht mit. Von daher juckt nicht, weißt du, einfach weggucken. So. Ja, da hast Amir, du oder recht. wer bist du? Warte, wie heißt du? Ich kann deinen Namen irgendwie schlecht lesen. Amer, oder wie? Hallo, hallo, ich bin Amir. Amir. Amer, Hallo, hallo. Amir. Hi, bitteschön. Ja, was geht's? Jetzt ein bisschen anderes Thema. Also kann ich ganz kurz das Thema ändern. Also halt, also schon über Religion, aber halt nicht über das, was ihr geredet habt. Ja. Oder Du wollt ihr bist, darf was? ich fragen, welcher Religion du angehörst? Islam, aber ja. Also Muslim, aber. Also du bist Muslim, aber du 100%. hast Zweifel? Okay, danke schön, nein, Nein, aber ich Spaß. wollte über Ich was weiß anderes schon. reden. Okay. Ja, bitte. Also ich war ja davor im Live nicht, vielleicht hast du es schon erwähnt, aber ich wollte nochmal aus Interesse fragen und also wie glauben Atheisten, wie die Erde entstanden ist? Also ich frage wirklich nur aus Interesse, das würde mich sehr interessieren. Diese Frage, um ehrlich zu sein, werde ich mit Absicht nicht beantworten. Ja, weil diese Frage, um ehrlich zu sein, auf gut Deutsch, das kotzt mich an. Ja, immer kommt ihr, also du und ich weiß, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist jetzt aber auch nicht böse gemeint von mir, weil Alles gut. ich frage jetzt mal anders. Ich frage jetzt mal anders, damit du verstehst. Wieso muss ich das wissen? B, was willst du jetzt damit so Dings bezwecken? Also willst du jetzt unbedingt deinen Gott irgendwo einbauen oder wie darf ich das jetzt verstehen? Wieso immer diese Frage? Also ist es wichtig, dass ich wissen muss, wie die Erde oder wie das Universum entstanden ist, sprich die Erde, Welt? Ist es wichtig für mich? Also ich finde, wenn ich jetzt hier zum Christentum konvertiere, dann muss ich ja irgendwelche Gründe haben. Ich kann ja nicht einfach so konvertieren. Also ja, das würde zwar gehen, aber ich würde ja selber schon ein paar Gründe haben. Und du bist ja gerade Atheist, ne? Und du hast ja schon bestimmt deine Gründe und die würden mich dann halt interessieren. Meine Gründe, weswegen ich bin Atheistin geworden, ich war ja Ex-Muslime. Nein, ich weiß, das mögt die Muslime nicht, ist aber die Wahrheit. tatsächlich 11 Jahre praktizieren mit alles drum und dran Lara, bedingt. besser ein Ex-Moslem als ein Hobby-Moslem. Danke. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war 11 Jahre praktizierend, dies, das. Ich habe ja auch damals meine Religion geliebt und war zufrieden, alles in Ordnung. Ne? Es kam nun mal einen Zeitpunkt, wo ich natürlich die Zweifel hatte, sprich meine Vernunft hat gesprochen, dass diese Religion nichts mit Gott zu tun ist, falls es ein Gott existiert. Ne? Somit natürlich bin ich weitergegeben, habe ich mehr informiert, dies, das, jenes hast du nicht gesehen. Und aus Überzeugung habe ich dann den Islam verlassen und dann später aus Überzeugung, weil ich eine Zeit lang war ich dann eine Agnostikerin, dann habe ich
habe ich gesehen, es gibt doch wirklich keinen Gott. Also für mich persönlich, ist nur meine persönliche Dings. Es gibt keinen Gott, ich sehe nirgendwo Gott. Also weder zeigt sich Gott, weder reagiert Gott, weder Dings, Natur, sowas gibt es nicht. Das ist für mich nicht Gott, das ist einfach Evolution. Und genau, der Entschluss jetzt ist agnostische Atheistin. Ja, also so jetzt im Schnellformat. Seit wann? Seit wann? Also, boah, warte mal, das ist eigentlich recht frisch, so ein Jahr und 3 Monate irgendwie so um den Okay, Dreh. okay. Ja, aber aus Ja, also Überzeugung auf jeden Fall aus Überzeugung und dann noch zu der nächsten Sache. Du meinst so wegen Christen zu, also meine Absicht ist nicht, dass ich irgendwie jemanden aufrufe, dass die irgendwie Atheist werden oder so. Ja klar, ich mache hier und da meine Späßchen, sag natürlich, verlasst eure Religion, das ist eh nicht von Gott so, ne? Aber das ist so spaßmäßig. Aber das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist eigentlich, ich habe gar keine Absicht. Ich möchte einfach meine Meinung sagen und ich möchte einfach diese Erlaubnis nehmen, was auch rechtlich legitim ist, zu sagen, ich mache jetzt einen atheistischen Stream für mich persönlich, wo ich meine Meinung locker sagen kann, ja, ja, so wie zum genau. Beispiel Muslime und Christen ihre Streams machen auf religiöse Basis, ne? So. Und das ist einfach, ich mache so, die machen so und so fertig. So, wenn jemand kommen will, diskutieren will, kann diskutieren. Ich entscheide dann, wer hochkommen will, sozusagen. Ich bin dann Boss, ne? Ja, nee, Spaß. Aber versteht ihr, was ich meine? Und die machen ihr Stream. Wer diese schon strenge Meinung aushalten kann von den Gläubigen, dann bleibt's. Wer nicht, bitte geht's. Ich möchte euch auch keinen Zweifel geben. Nein, never. Das ist nicht meine Absicht. Deswegen, ich habe auch oben geschrieben, ab 18. Ja, bei 18 bist du volljährig. Da weißt du so eigentlich, ja, hier und da, was du zu tun kannst. Du bist, ja. Weißt du, was ich meine? So. Ja, guck mal, ist ja auch alles gut. Ich finde das auch gut, wie du das gesagt hast. Ich akzeptiere auch deine Meinung, ne? Ist ja alles gut, aber ich finde, du Aber. kommst ein bisschen von der Frage, also kommst du ein bisschen weg. Also du hast gesagt, du wurdest überzeugt und so. Also was haben die denn gesagt? Also was hat dich so wirklich überzeugt? Die haben ja bestimmt schon irgendwas so gesagt, was ich so, weißt du, was ich meine? Tatsächlich, ich sag dir jetzt das so, du musst nicht glauben, das ist für mich tatsächlich, der Koran ist ganz leicht widerlegbar, okay? Und diese Widerlegung habe ich natürlich gesehen auf Bezug von wissende Atheisten, die wo wirklich Wissen haben, die sich wirklich Islam nachgegangen sind und so weiter. Und selber habe ich auch nachgelesen und so. Der Islam beinhaltet Fehler und diese Sachen. Ne? Das habe ich für mich gesehen und dadurch bin ich überzeugt. So, einmal das. Wenn ich jetzt komme und sage, diese Sache zum Beispiel sage ich jetzt ungern, ne? Weil wenn ich sowas tätige, dann ich verstehe, die Muslime möchten natürlich, dass ich jetzt hier Verse und Beweise bringe und so, ne? Wenn ich aber das mache, dann möchte ich gerne das mit Beweise machen, deswegen rede ich jetzt ungern eigentlich drüber. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, Also, ich verstehe, was du meinst, weil aber natürlich, ich finde, um das diese macht. jetzt Widerlegungen zu zeigen, das ist jetzt nicht so einfach ein Stream. Du musst schon natürlich die Beweise alles zeigen und so, das ist ja auch eine Arbeit, weißt du? Von daher, ja, das ist so Ja, meine. guck mal, ich finde, also es macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, du weißt es eigentlich selber. Also nicht nur Muslime, auch wahrscheinlich hier auch Christen oder sowas. Also du sagst, der Koran beinhaltet Fehler. Ich glaube das nicht. Kein Muslim glaubt das. Ja, das ist Und mir das, schon klar, dass die Muslime das nicht ja, glauben. Sonst wäre es ja ein alles bisschen macht Sinn. komisch. Ups, jetzt Wie bist du bitte, was hast wieder du gesagt? da. Ich habe gesagt, das ist mir schon klar, dass die Muslime das nicht glauben. Sonst bist du kein Ja, ja, Muslim. ja. Das ist ja logisch, Ja, ne? aber du glaubst ja nicht, ist ja auch alles gut, du glaubst ja nicht, Also ich bin dass da überzeugt, keine dass das Fehler nicht, ja, ich bin sind. überzeugt, ja, ich bin überzeugt, dass der Genau. Koran Fehler hat, ja. Und guck mal, jeder will Beweise. Wenn du sagst, nee, ich will jetzt nicht so gerne darüber reden, alles gut, deine Meinung musst du auch nicht sagen. Genau, und Dann, hast du wenn du auch weißt, ja. zugehört, warte mal bitte, hast du auch zugehört, wieso ich nicht darüber reden möchte? Ich habe das nämlich auch gesagt, hast du zugehört? Ja, weil ich dann sagen kann, ja, zeig mal Beweise, wo das steht und so, stimmt das? Genau, und deswegen, weil du mich ja gefragt Genau. hast, habe ich nur kurz geantwortet, weil eigentlich gehe ich nicht auf diese Fragen ein, weil wie gesagt, ansonsten müsste man das ja beweisen und das ist jetzt auch so Aber viel Hammer. Arbeit für mich. Aber Aber irgendwann kann leg. man das ja gerne machen, so. Aber okay, lassen wir ihn mal ausführen. Ich habe ihn unterbrochen, aber damit das halt Alles besser gut, versteht. alles gut. Deswegen, alles gut, Ja, bitte aber schön. ganz ehrlich, ich könnte ja auch sagen,
Ja, ich bin jetzt hier auch Atheist, ne? Ich finde, der Ja. Koran beinhaltet so viele Fehler, der Islam macht keinen Sinn. Ich mache einen Livestream und einer fragt mich ja, wo stehen diese Fehler und so. Dann sage ich ja, darüber möchte ich nicht reden. Also so wie du, also alles gut, nein, nicht böse gemeint. Aber du hast mich doch gefragt. Ja, und ich sage dann, ja, darüber möchte ich ja nicht reden, Ja, weil Moment, ich aber das weiß, hättest du für dich schon erkennen also ich müssen, was sie weiß damit nicht, ich meint. weiß nicht, wo diese Fehler stehen. Und ich bin Warte, warte, Atheist warte, stopp, geworden, stopp, weil stopp, ich stopp, stopp, keinen stopp, Bock habe, nein, mit nein, Freunden nein, zu nein, reden nein, ernsthaft. warte, 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 Du warte. musst sie auch verstehen, ne? Es Guck gibt mal, auch nein, 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 eine. die Sache ist, entweder hörst du wirklich nicht zu, du bist, glaube ich, auch recht jung, bist du überhaupt zu 18? Naja, okay, vergiss Das ist ja es, antworte egal. mal nicht. Naja, guck mal, du hast nicht zugehört. Ich habe gesagt, eigentlich rede ich ungerne darüber, weil wenn ich darüber rede, dann möchte ich gerne die Sachen auch beweisen. So, aber da du mich ja gefragt hast, was hätte ich denn jetzt antworten sollen? Sollte ich dich jetzt anlügen? Verstehst du? Also das Also heißt, deine Fragestellung war dann also ich falsch. hätte zwar Weißt nicht du, was ich erwartet, meine? aber. Deine Fragestellung war ja falsch. Dann hättest du mich ja gar nicht mal fragen sollen. Weißt du? Wenn du mir ja Ja, guck sowieso mal, ich nicht glaube, glaubst, sag dir ich ist mal. es unangenehm, vielleicht vor 60 Leuten ist die Beweise Nein, zu Quatsch, mir zeigen ist oder gar nichts sowas. unangenehm. Ach Ist es Quatsch, vielleicht ach Quatsch. deswegen? Nein, nein. Niemals. Okay, wieso weißt du, willst du Amar, dann es nicht gibt auch wirklich darüber Menschen, es reden? gibt auch Also wenn du, Menschen. guck mal, ich verstehe das nicht. Weil Amar, du hörst du mir weißt ganz ja, kurz zu, das ist damit ein das für dich Fehler. deine Antwort Weißt du, es ist ist? ein Fehler, aber du willst nicht darüber reden. Für mich ergibt das keinen Sinn. Doch, es ergibt ganz viel Sinn, weil es gibt Menschen, die machen in gewissen Momenten einen Schutzmechanismus. Und sie hat dir nicht geantwortet, weil sie nicht antworten will, aber sie findet in deiner Frage, oder so vermute ich das, ich bin kein Psychologe und ich bin auch nicht allwissend, aber ich hätte das genauso gemacht. Wenn ich von etwas nur ein Halbwissen habe und so eine Frage gestellt bekomme, wie du Okay, sie der will gestellt es hast. nicht. Warte, warte mal, ganz kurz ist Dings. Wie Karim. darf ich dich nennen? Karim, Karim. Karim. Karim, okay. Okay, ich sage dir jetzt eine Sache. Laut Ja. dem Koran ist die Erde flach. Ohne Beweise, habe ich jetzt gesagt. Okay, Laut dem nein, Koran nein, ist die nein. Erde flach. Du sagst Warte, ohne Beweise. stopp, Wo steht stopp. das im Koran? Warte, Wie willst du stopp, mich jetzt stopp. Ich hören? mache jetzt dein Spiel mit. Ich mache jetzt dein Spiel Okay. mit. Ich mache dein Okay. Spiel mit. Ohne Beweise sage ich jetzt dir, die Erde ist laut dem Koran flach. Aber das ist eine Lüge, die Erde ist rund. Laut dem Koran dreht sich die Sonne um die Erde. Ist auch eine Lüge. Was jetzt? Jetzt bist du in eine Zwickmühle. Jetzt willst du natürlich Beweise haben. Habe ich recht? Jetzt möchtest du Genau, Beweise. das würde Genau. ich sehr Jetzt gerne. halten wir fest. Genau. Jetzt halten wir fest. Um diese Beweise dir zu sagen, muss ich natürlich hinsetzen und diese Beweise auch suchen. Okay? Ah, nein, nein, Deswegen. nein, musst du nicht suchen. Nein, musst du nicht suchen. Weil wenn du schon ja davor weißt, dass es Also da das steht, heißt, du glaubst mir einfach dann müsstest du so. ja eigentlich wissen, wo das ist. Nein, Oder hör doch weil mal du zu. vergessen hast, wo das nochmal steht. Sure Okay, mein 69. Modi hat mir geholfen, zum Beispiel Sure 69, 16. Zum Beispiel. Okay, Danke für deine warte, ich komme Hilfe. gleich. Ich schau mir das mal an. Guck mal, es geht einfach lediglich darum, es geht lediglich darum, ich habe dir jetzt nur zwei Sachen gesagt, ne? Wie gesagt, aber merkt ihr das, wenn man jetzt ohne Beweise redet, wozu das bringt? Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, wenn ich Genau. über diese Sache rede, schreibe ich mir das gerne auf. Und mache ich natürlich diese Arbeit, ne? Weil das ist ja auch ihr Recht, verstehst du? Aber jetzt ist er in eine Sache, der kommt selber nicht raus. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt Ding, hä, macht gar keinen Sinn, so. Verstehst du, so? Deswegen, Leute, ein bisschen zuhören nächstes Mal, ja? Oder Gatto möchte gerne rein. Lara, möchtest du das? Der Wer? scheint mir auch ruhig zu sein. Der möchte die Sache ein bisschen beruhigen, habe ich das Gefühl. Ach so. Ja, Ich keine weiß es Ahnung. nicht. Du bist der Chef. Das ist dein Stream. Warte Guck mal. mal. Da ist der Nein, nein, Gatto nein, schon nein, nein, gefallen. nein, Amel, Amel, Hallo? Amel, schau mal, warte, ja, Hallo, warte, Gatto. warte. Hallo, hallo, Gatto, hallo, hallo, Gatto. Hi, hi. Sorry, warte, kleinen Moment bitte. Amel, du bist mal kurz still. Ja, ich weiß, du hast jetzt gelesen, diese Sachen, das möchte ich jetzt nicht haben. Ich habe es dir so gesagt, du kannst annehmen oder nicht annehmen. Nächstes Mal, ja, soll ich mir jetzt die Mühe machen? Muss ich überlegen, wie ich mich entscheide. Nächstes Mal können wir gerne mit Beweise reden. Alles okay. Aber jetzt gerade, Okay. lass mal die Sache Ich hau, sein. nein, alles gut, ich hau ab, ich muss mich nicht dumm machen. Ich will euch nicht nerven.
Nein, 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 bitte verstehe mich nicht falsch. Guck mal, verstehe mich bitte nicht falsch, aber du musst mich ja auch nein, verstehen. Alles gut. Weißt du? Weil ich bin wirklich ein Mensch, ich verstehe dich auch. Du bist ein Muslim, du möchtest gerne das bewiesen haben. Du kannst nicht einfach so eine Atheistin glauben. Ich bin mit dir, ne? Aber wie gesagt, ich will ja auch gerecht sein, indem ich natürlich auch euch die Beweise gebe. Das ist ja auch was Gutes. Also ich will ja was Gutes auch für euch, damit wir dann normal reden können und so. Aber ja, dafür braucht auch diese Zeit, ne? Ich muss ja natürlich die Sachen suchen, sitzen, arbeiten. Das ist ja nicht eine Sache von heute auf morgen, weißt du? Und natürlich viele Sachen vergisst du auch, ja? Deswegen. Ja, aber nur mal also, ganz kurz. Also, wenn, aber wenn nur nicht ich, mich wenn, falsch wenn verstehen. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich will dich nicht verjagen. Ja, alles gut. Wenn ich sage, zeig mir Beweise, ich sage das nicht, weil ich dich hasse oder sowas. Ich sage das, Nein, weil Quatsch, ich voller ich Überzeugung nicht, aber bin. Aber so läuft das heutzutage nicht. Wenn du zum Beispiel private Probleme hast, Hallo. Was weiß ich, Beispiel mit deinem Vermieter, ja, und du sagst deinem Vermieter Beispiel. Es ist nur ein Beispiel, aber ein bisschen abgewendet. Schimmel in der Wohnung, Schimmel ist durch dich entstanden. Der Vermieter sagt, nein, das ist, weil du falsch gelüftet hast. Wer ist in der Beweispflicht? Also, wenn die Lara dir sagt, ja, das und das und das hat sie gehört oder hat sie gelesen, dann ist das nicht ihre Pflicht, das nachzugehen, weil sie hat eine Aussage getroffen. Wenn du dir sicher sein willst, dann nimmst du das Buch in die Hand oder schlägst Google auf, so wie jeder das heutzutage macht, und recherchierst, ob sie recht hatte oder nicht. Es ist nicht ihre Pflicht, deine Frage zu beantworten, sondern wenn sie oder ich oder Gato dir etwas sagt, ja, dann ist das nicht unsere Pflicht, dir eine Antwort darauf zu geben. Bruder Harut, kannst du dich bitte stummen? Du bist, glaube ich, draußen, irgendwie Auto oder so. Genau, danke. Ich meine das nicht böse, du bist ein total sympathischer Junge, Amer. Du bist wirklich sehr höflich, deine Stimme ist sehr angenehm zu hören. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr sympathisch. Mach dir da bitte auch, versteh mich auch nicht falsch oder so, ich wollte dich nicht verjagen oder so, ne? Also wie gesagt, Das, alles gut. Das, bitte, das so, guck das einfach weg, diese Sache, weißt du, was ich meine? Das ist halt so meine Art. Aber das sind halt so Sachen, aber ich denke mal, du hast mich verstanden, ja? Ja, ich würde gerne was über die Schöpfung sagen. Ja, okay, sagen. Dann lassen wir mal den Gatto, bitteschön, du zu Wort kommen, bitteschön. Hi, herzlich willkommen. Hallo Lara. Bitte. Hi. Eine Frage an dich, du bist ja Atheistin, ne? Ja, immer noch. Okay, alles klar. Also ich sag dir mal so, also wenn ich zum Beispiel durch einen Kräutergarten laufe und stelle fest, dass ein Kraut zum Beispiel eine bestimmte Eigenschaft hat, wie zum Beispiel ein Zündungshemd, ja, glaube ich nicht, dass ich durch Zufall entstanden bin, zufälligerweise ist das Kraut auch entstanden, was zufälligerweise meine Entzündung wegnehmen kann. Also ich glaube auch nicht, dass irgendetwas aus dem Nichts entstehen kann. Also 0 plus 0 ist ja 0 und aus 0 soll Intelligenz entstehen. Also allein das DNA-Molekül, was wir in uns haben, ist so perfekt programmiert, schließlich okay. Das Zufallsprinzip. Okay, hast du die Frage vorhin gehört? Irgendjemand hat mich gefragt, wie das Universum oder die Welt entstanden ist, ja? Durch den Urknall, denkst du, ne? Nein, nein, jemand hat mich ja gefragt, ne? Ich weiß nicht, ob du da warst. Das war ich! Das warst du, jawohl, okay. die Sache ist, ich mache euch das ganz einfach, ohne so viel zu reden. Ja, ob ich das jetzt weiß oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Ne? Hm. So, die Sache ist, wieso muss ich frage immer so für meine persönliche Meinung, das ist jetzt auch keine atheistische Einstellung, das ist nur für meine eigene Person. Wieso muss ich das wissen? Weißt du? Und diese Sache, was die Gläubigen, oder du bist gläubig, ja? Also du bist, was bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin Christ. Du bist Christ. So, die Frage von euch, glaube ich, das kommt immer so Dings, weil ihr wollt immer Gott zufügen. Ihr wollt immer Gott einfach. Unabhängig von Religion. Das ist die Sache. Und, ja, aber du möchtest ja gerne das damit sagen. Du möchtest sagen, das ist von Gott, das kann nicht aus dem Nichts entstehen. Ja, unabhängig von Religion. Allein nur, die Schöpfung erklärt sich selber durch Gott. Also allein ja, aber das sagst du, aber das stimmt ja nicht im Endeffekt. Ja? Ne? Wie gesagt, wenn man sich mit der Wissenschaft, mit der Evolutionslehre und so, solche Sachen beschäftigt, ehrlich, dann wissen wir, dass das halt nicht von Gott ist. Ehrlich, weißt du? Vor 200 da fehlt Jahren uns der Wissen dazu. Weißt vor 200 du? Jahren dachten wir, die Welt wäre eine Scheibe, ja. Und jetzt maßen wir uns an, alles zu wissen. Wir wissen überhaupt nichts. Guck mal, da habe ich ganz schön auch so beschrieben, Gott ist immer da, wo kein Wissen ist. Das ist immer so das gleiche Konzept von euch Gläubigen. Weißt du? Aber wie soll denn irgendetwas, auch ein Urknall entstehen aus dem Nichts?
nichts. Es muss immer. Ja, aber wieso ist es wichtig, dass ich das wisse? Aber wieso ist es wichtig, dass ich das wisse? Wo ist der Sinn, wenn ich das jetzt weiß? Was habe ich denn dafür Vorzüge? Was macht damit es damit? Damit du dich überzeugst. Aber unabhängig davon, wenn du jetzt wüsstest, dass es Gott gibt, müsstest du an ihn glauben, obwohl du gar nicht mit Liebe an ihn glauben Nein, aber wieso muss ich jetzt wissen, dass es ein Gott gewesen sein sollte? Oder wieso muss ich es wissen, wie die Welt entstanden ist, wie die Menschen entstanden sind? Wieso muss ich das wissen? Ist es so wichtig für mein Leben? Wenn es nicht so wichtig wäre, würde es dich ja nicht agieren, sage ich mal, es zu widerlegen. Aber du hast doch mich gefragt. Ich bin doch nicht mehr drauf eingegangen. Du hast mich doch gefragt mit Kräuter und Maräuter und so. Ja, ja, klar. Aber das ist eigentlich von der Logik her. Wie soll irgendetwas aus dem Nichts entstehen? Es braucht immer einen Sender. Aber die Sache ist, das ist so, ne? Wir haben kein Wissen. Weißt du, das ist die Sache. Deswegen, ich sag doch, wir müssen mit der Wissenschaft... Das ist Logik. Wie kann NATO gegen Nego. Das ist so, als wenn dein Haus aus Zufall entstanden ist. Oder dein Handy oder dein... Nein, guck mal, pass auf, hör mal zu, bitte. Du mit deiner Frage... Okay, Machiavelli. Okay, Gato, danke schön. Lassen wir Machiavelli zu Wort kommen, bitte schön. Gato, Nego, pass auf, mit deiner Frage... Deine Frage ist der Ursprung, warum es Religion überhaupt gibt. Das heißt, ja. Gott gibt es nicht, weil das logisch ist, dass es Gott gibt, sondern Gott gibt es, weil Menschen sich genau diese Frage gestellt haben. Gott ist genau so entstanden, durch Fragen und Antwortbeispielen oder herbeigeführten Antworten, die man selbst ausgedacht hat. Nee. Du hast ja die Entstehung des Universums nicht erlebt, oder es gibt ja keinen Nachweis dafür, wie das Universum entstanden ist. Darüber gibt Dito, ja auch, Dito, genau. Dito. Es gibt ja keinen Nachweis dafür. Du machst dir Gedanken darüber, die Menschen nicht du, aber die Menschen generell haben sich Gedanken darüber gemacht, haben sich Erklärungen gemacht und haben da quasi eine Stellvertreterantwort hingesetzt, und das ist in dem Fall halt Gott. So. Ja, das wäre so, als wenn ich ein Scrabble-Spiel hinschmeiße und dann entsteht ein perfekter Satz. Ich war heute bei Lara im Fett. Aber die Welt ist nicht perfekt, das ist auch nicht perfekt. Was redest du von perfekt die ganze Zeit? Ja, so Quatsch, ey. Kann den Essen, den A-Molekül so perfekte Programmierung haben, dass alles so perfekt ist in unserer Welt, dass es durch Zufall entstanden ist. Das ist totaler Nonsens. Alter, guck mal. Totaler Quatsch. Pass auf, das Problem ist, du nimmst das, was das Leben hat, so an, wie es ist, und denkst, das ist perfekt. Also das, was jetzt ist, das Ziel wäre. Allein dein Gehirn ist perfekt, sodass du dich mit mir kommunizieren kannst. Hör mal zu. Ja, wie ist es mal? Leute, ganz kurz, mach ja wirklich. Sprechen. Wer nicht redet, alle stummen erstmal. Und Gatto, versuch doch bitte zu verstehen. Einfach verstehen. Guck mal, du bist doch ein intelligenter Mann, du hast einen gesunden Verstand. Versuch nur ein bisschen zu verstehen und zuzuhören. Und lass mal bitte ausreden und reflektier das erstmal alles. Ja, ich kenne eure Argumente. Ja, okay, aber wenn du unsere Sachen links gehst, warum bist du dann hier hochgekommen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wer nicht redet, Leute stummen. Ihr habt so Hintergrundgeräusche. Wer nicht redet, stummen. Alle stummen. Wer nicht redet. Mutet euch. Unikat, du auch. Wie geht das? So. Warte, ich mute dich. Ich mach das für dich. Warte. So. Gato, bitte. Guck mal, wir haben... Noch eine Sache. Aber wenn du doch unsere Sache kennst, was willst du dann hier hoch? Wer ist das gemeint? Also du sagst ja, du kennst ja unsere Antworten, du kennst ja unsere Dings. Ja, ist doch klar, dass man darüber sprechen will, dass man nicht rede gerne. Hör bitte zu und versuch zu verstehen. Bitte schön, Machiavelli. Ja, bitte schön. Guck mal, eine Frage: Wenn Menschen einen Fernseher herstellen, ja, wird der Fernseher irgendwann anfangen, eine Staubsauger zu spielen? Ja, oder wird er irgendwann anfangen, irgendwie einen Küchenroboter zu spielen? Nein, wenn die Menschen einen Fernseher bauen, dann funktioniert der Fernseher auch wie ein Fernseher. Wenn der Fernseher eine Fehlfunktion hat, dann funktioniert er einfach nicht. Fertig. Und der wird aber nicht irgendwas anderes. Aber die Organismen auf der Welt, die verändern sich. Ja, die haben teilweise, es gibt da Missbildungen, die leben dann mit der Missbildung weiter. Manchmal gibt es halt Zwitter und manchmal gibt es... Es gibt so viele Fische auch in der Tierwelt. Also diese Organismen sind lange, lange nicht perfekt. Ich weiß nicht, wo du eine Perfektion siehst. Das verstehe ich nicht. Wenn du sagst, ja, guck mal, wir können miteinander reden. Das ist doch perfekt. Nee, das ist ja so, als ob du jetzt irgendwie ein 30 Würfel nimmst, die alle einmal in die Ecke schmeißt. Und dann kommt da so eine, siehst du dann die Zahlen, die halt oben stehen. Und dann sagst du, ja, siehst du, guck mal, wie perfekt das ist. Diese Zahlen, die sind perfekt. Aber... Das ist ja das Ding.
das zufällig, was da diese Zahlen, die da entstanden sind, die nimmst du so an, als ob das, das die perfekte Zahlenkombination ist. Warum auch immer. Es hätte auch anders kommen können. Es hätten auch andere Zahlen sein können. Und dann, wenn andere Zahlen da wären, dann wäre diese Zahlenkombination für dich perfekt. So, heißt, das Leben hätte auch anders verlaufen können. Das Leben hätte sich anders entwickeln können. Und dann hättest du gesagt, ja, guck mal, wie perfekt das alles ist. Also alles, was jetzt ist, ist für dich ein Hauptziel gewesen. So, das denkst du. Also, das ist ein Irrglaube, ja. dass wir in unserem Leben ein gewisses Ziel waren. Also, dass das, was wir jetzt leben, dass es das Hauptziel war. So ist es nicht. Es hätte alles anders kommen können. Okay, ja, darf ich antworten? Ja. Ja, okay. Also, ich vergleiche, so dieser Vergleich mit dem Fernseher war schon gar nicht so schlecht. Ne? Der Fernseher braucht ja auch also eine Hardware, ja? Ist ja unser Körper, der braucht ja Strom, ja. Und der braucht die Programmierung, ja. Genauso ja. ist das ja auch bei uns irgendwo, ja? Ja. Also wir haben ja drei Faktoren, ja, irgendwo eine Programmierung in uns, ja. Unser Bewusstsein, sowas kann nicht aus dem Zufall entstehen, funktioniert überhaupt nicht. Das ist so eine perfekte Programmierung dieser Schöpfung. Allein wenn du schon einen Samen siehst, wie perfekt die Programmierung in diesen Samen ist, dass dadurch eine Pflanze entsteht, halte ich für das Zufallsprinzip für Nonsens. Ja. Aber du, warum springst du jetzt dahin? Wir haben doch über was anderes geredet. Wir haben doch darüber geredet, wie perfekt alles ist. Warum bleibt ja, perfekt ist eine Definition. Ich finde schon, wenn wir miteinander kommunizieren können, ist es schon eine Art Perfektion. Unabhängig davon, ob diese Perfektion Fehler hat oder nicht Fehler hat. Nee. Wenn ein DNA-Molekül einen Fehler hat, kann es nur einen Fehler beinhalten durch dieses DNA-Molekül, aber nicht durch ein anderes. Das wäre so, als wenn ich ein Programm nehme und schalte es zum Beispiel auf einem Apple-Computer und ich kann aber nur ein Programm einen Fehler beinhalten durch diesen Apple-Computer und nicht durch Windows. Windows-Fehler kann nicht in das Apple rein. Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, selbstverständlich. Also bei Menschen ist es ja so, dass wenn du jetzt, wenn es halt Behinderung gibt oder Gendefekte gibt, dann, weil die Gene höchstwahrscheinlich durch andere defekte Gene beeinflusst worden sind. Das ist doch, was du sagst. Ja, okay, jetzt mal eine andere Frage. Ich habe letztes Mal eine Doku geguckt über einen Neurologen, der ist überhaupt kein religiöser Typ, der ist einfach Neurologe und war noch ein Herzchirurg dabei. Und er hat jemanden da gehabt, der war halt 3-4 Minuten tot und er hat eine außerkörperliche Erfahrung gehabt. Er hat sich von oben gesehen, ja. Und er konnte genau beschreiben, was unter ihm passiert ist. Er konnte auch die kleinen Klebezettel sehen, die am Computer festgehangen waren, die er genau beschreiben konnte. Und dass er wieder zurück in seinen Körper ist und konnte genau zu 100% alles so erklären, wo der Wissenschaftler, der Chirurg gesagt hat, der hätte von dem Winkel also das auch gar nicht sehen können. Er hat es aber genau zu 100% so genannt. Aber was sagst du denn zu solchen Phänomenen zum Beispiel? Also muss es ja irgendwas geben in unserer Energie. Was halt keiner weiß, ich habe das dazu geführt, dass er das gemacht hat. Und du musst mir jetzt auch 1.000 Euro geben, weil das wollte Gott nämlich, dass du mir 1.000 Euro gibst. Glaubst du mir jetzt? Ja, aber Moment. Glaubst du mir jetzt? Moment. Ich habe dies und das gesehen. Die Mutter von meinem Kollegen, die Tante hat das gesagt. Nein, Moment. Wenn ein Herzog, ein Doktor, Professor, der überhaupt nichts mit Religion zu tun hat, ja, der gar nichts damit zu tun hat, es 100% gesagt hat, dass er genau das gesagt hat, was er in dem Winkel gar nicht hätte sehen können, wo so viele Fälle zu sehen sind, dann muss es irgendetwas geben, was wir nicht verstehen, weil wir diese Sache auch gar nicht erforschen. Wir erforschen ja Planeten, wir erforschen alles Mögliche, aber wir erforschen ja nicht diese andere Dimension, sage ich mal, oder dieses andere Parallele, was es gibt. Ja, es gibt auch viele Dinge, die wir gar nicht sehen können. Gammastrahlen, keine Ahnung, aber die gibt es ja trotzdem. Was meinst du, was es alles für Dinge gibt, die wir gar nicht sehen, wo wir gar nicht wissen, dass es die gibt? Ja, es ist verständlich. Ne? Und du erklärst es einfach mit Gott, fertig. Ja, oder natürlich, natürlich, von der Logik her erklärt. Das ist der Punkt. Weißt du, ich stell dich mal jetzt mit deinem Ebenbild vor und dein Ebenbild lebt in der Antike übrigens. Das heißt, du denkst noch wie ein antiker Mensch. Ja, weil in der Antike haben die Menschen auch gedacht, wenn zum Beispiel ein Blitz eingeschlagen ist oder ein Donner kam, ne, haben die auch gedacht, dass das irgendwie Gott ist. Ja, heutzutage, weder du noch irgendein anderer Gläubiger würde jetzt nach einem Donnerschlag sagen, oh mein Gott, guck mal, Gott hat uns eine Botschaft hinterlassen. Würdest du nicht machen. Du würdest auch nicht hier jetzt bei TikTok stehen. Natürlich, sagen, aber glauben, aber welche Menschen... Dazu. Ich habe letztens...
Letztens hat es gedonnert bei mir zu Hause und ich habe gerade Fernsehen geguckt und das war die Botschaft von Gott, dass ich jetzt aufstehen soll und beten soll. Würdest du nicht machen, man würde dich für verrückt erklären. Okay. Das weißt okay. du genauso, aber die Menschen früher haben das nicht so gedacht. Die haben gedacht, das ja. war wirklich eine Botschaft. Warum? Natürlich. Weil sie nicht den Hintergrund gekannt haben. So, alles, was man nicht weiß, versucht man mit Gott zu erklären, bis man es irgendwann weiß. Das ist bei Krankheiten, bei Bakterien so gewesen, ja, aber du wirst nicht schlau davon. Solche Menschen wie du haben damals behauptet, die Erde wäre eine Scheibe. In der Bibel steht sie ist rund. Das hat die Bibel behauptet. Was laberst du? Was? Wie bitte? Das hat die Bibel erklärt. Es gab solche Menschen wie ich, haben immer angestrebt, immer mehr Erkenntnisse zu machen. Ja? Nein, es stand genauso drin. Und, solche, Dogma. Und sie haben sich damals angemaßen, alles zu wissen, haben diese Christen verfolgt, weil sie geglaubt haben, die Erde wäre rund. Warum? Genau das sagen, stimmt also, doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Sokrates, 500 vor Christus, ja, hat schon gesagt, wir wissen, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Egal was er wusste, er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, und er war einer von den höchsten Philosophen. Ja, er war einer von den höchsten Denkern. Und dieser Mann hat schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. 500 vor Christus. Erzähl keinen Müll. Bitte, hör auf. Nein, das ist kein Müll, das ist Fakt. Das ist 100% Fakt. Leute wurden auf jeden Fall verfolgt, die geglaubt haben, dass die Erde rund ist. Die ja, Menschen. Heute maßen wir uns alle, alles zu wissen, wir wissen gar nicht. Das, das gibt das noch vieles, das du vieles doch. Mehr. Du machst dir doch nicht, warum das ich Gott so das ist. Du machst dir doch an zu behaupten, dass das Gott ist, dass das Gott ist. Von der du Logik her, natürlich. Es kann nicht siehst du, hör doch auf, dein Verhalten ja, woher? Anderen zu übertragen. Ja, aber von der Logik her, wie soll doch... Aber für welche Logik sprichst du denn? Was? Hallo, warte mal. Welche Logik sprichst du denn? Was? Gott hat doch mit der Logik... Woher soll irgendetwas aus dem entstehen? Nein. Können wir doch gar nicht sagen. Nein, das ist einfach deine Unwissenheit. Was, ja, das ist einfach deine Unwissenheit. Das ist kein Unwissen, das ist Logik. Wenn ich eine Tasse vor mir stehen habe, die hat doch jemand erschaffen, oder nicht? Obwohl uns selber sagen, wir sind durch Zufall entstanden. Okay, pass auf, ich stelle dir eine Frage, okay? Diese ewige Vergleich mit den Tassen und mit den Handys und mit dies und jenes. Ich werde dir jetzt etwas sagen, dass du da nichts mehr zu sagen kannst. Pass auf, wenn du ein Handy in die Hand nimmst, wenn du ein Handy in die Hand nimmst, dann passt er in deine Hand rein und der reagiert auf deine Haut, richtig? Der ist so gebaut, dass er auf dich reagiert, auf deine anatomischen Gegebenheiten. Wenn du dich irgendwo auf dem Sofa setzt, dann ist er auch so gemacht, dass dein Knie quasi so um 90 Grad einen Knick hat und du dich gemütlich draufsetzen kannst. Wenn du Treppen hochsteigst, ist die Höhe genau so, dass du halt deine Knie nicht zu hoch machen musst, aber auch nicht zu niedrig die Treppenstufen, damit du auch irgendwann hochkommst. Mhm. Wenn du die Tür aufmachen willst, ist die Tür so gebaut, dass dein Ellenbogenknick quasi die Höhe der Klinke besitzt, damit du einen vernünftigen Druck, also mit deinem anatomisch angepassten Mechanismus, das halt quasi bedienen kannst, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Also das heißt, alles, was wir in unserem, was du jetzt hier heranholst, die Tasse und was auch immer, hat alles nachweislich erkennbare Eigenschaften, die eben auf die Anatomie des Menschen zusprechen. Das also, heißt, also die Schöpfung nicht, würdest du sagen? Erkennt tatsächlich, dass dort ein Erschaffer hintersteckt, weil wir erkennen, dass das definitiv irgendwie angepasst wurde. Also, die Schöpfung wurde nicht Erde, erschaffen, zu, dass du einen Apfel essen darfst, oder eine Erdbeere für dich geschaffen die Erde, wurde. Hör zu bitte. Die ja. Erde, die Erde ist definitiv nicht für den Menschen gemacht. Es 100% gibt, für den Menschen gemacht. Es gibt, nein. Aber es 100%. Gibt, es also, gibt die ja. größte Mehrheit, die größte Mehrheit auf der Welt, die größte Fläche. Ja, wir leben, der Mensch kann auf einer Fläche von ein Drittel der gesamten Welt, der gesamten Erde leben. Der Rest der Welt ist gar nicht lebensfreudig. Wir können da nicht leben, ja, weil es aus Meeren besteht, weil es aus Wüsten besteht, weil es aus Lava besteht und. Das heißt, wir haben uns dort verkrochen, wir Menschen, wie so Insekten, an Orten, wo sie halt eben überleben können. Wir haben uns an Sachen angepasst, wie zum Beispiel Früchte, die es eben hier gibt. Aber diese Früchte wurden nicht für uns gemacht. Ah, also würdest du uns gleichstellen mit Tieren? Würdest du ganz kurz eine Frage an Gatow, ja? Ja, bitte. Wie gesagt, ich werde nicht pro und contra, aber ich habe eine Frage an Gatow. Wer hat Gott erschaffen? Wer hat Gott erschaffen? Gott ist ewig, es gibt keinen Erschaffer. Doch. Das ist das, was du in den Glaubensbüchern gelesen hast. Wenn du Gott anmaßest, dass er einen Erschaffer braucht, dann glaubst du nicht an den richtigen Gott. Gott ist ewig. Das ja, lass uns mal bitte nicht das Thema. Lass uns bitte mal kurz nicht das Thema wechseln. Ich würde gerne wissen, ob du das erkennst, dass die Welt überwiegend für den Menschen ungeeignet ist.
Nee, absolut Gegenteil. Absolut ach, genau andersherum. Ach, du behauptest, dass 100% der gesamten Welt also, für die Menschen geeignet ist? Also ich glaube, wenn ich eine Erdbeere in die Hand nehme und sehe, wie die Erdbeere intelligent design, wie die designt wurde, wie sie riecht, wie sie schmeckt, dass sie so toll für mich gemacht ist, glaube ich nicht, dass das durch die ist sie für dich gemacht. Die ist nicht für dich gemacht. Du hast hundertprozentig ist das für uns alle gemacht. Dein Körper hat sich dran, oder da hat sie angepasst zu den Sachen, die wir eben, damit wir das aufnehmen können. So, und die meisten Orte der Welt, es gibt auch Früchte, die sind giftig zum Beispiel für den Menschen. Und diese Früchte können zum Beispiel diese Menschen nicht essen. Für bestimmte Vögel, für andere Tiere. Genau, genau. Und diese Welt ist nicht für uns gemacht. Wir haben uns der Welt angepasst. Jedes Tier hat sein Essen so gesehen, ne? Kann man sagen. Ne? Also, und dass wir so eine Intelligenz haben, ja, mehr als die Tiere. Das heißt, die Welt ist nicht für uns gemacht. Wir haben uns selbst die Welt zusammengerichtet. Pass auf, wenn wir zum Beispiel einen Baum, wenn wir zum Beispiel einen Apfelbaum erklimmen wollen, ja, zum Beispiel, oder halt irgendwie einen Bananenbaum erklimmen wollen, dann sehen wir, dass wir da irgendwie reagieren müssen mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ja? Wir können, der Baum ist nicht für uns gemacht. Wir sind nicht irgendwelche Wesen, die jetzt darauf ausgelegt sind, mit irgendwelchen Krallen irgendwie an Bäumen rumzuklettern oder so. Ja? Wir sind auch nicht darauf dafür ausgelegt, dass wir irgendwie unter Wasser irgendwie leben können oder so. Oder wir müssen uns Schiffe bauen, damit wir irgendwie irgendwelche Wasserstraßen überqueren. Das heißt, die Welt an sich ist nicht für uns. Wir müssen uns selber das alles zusammenbauen und zusammenbasteln. Wir mussten uns die Wege und die Straßen bauen. Moment, du hast das Wissen, dass du auf dem Bauen hochklettern kannst. Das kann bestimmte Tiere können das nicht. Die sind eingeschränkt in ihrem Wissen. Ja, richtig. Warum bist du denn als Mensch, sag ich mal, also eine Katze kann jetzt nicht gut platzen. Ja, hörst du mir zu? Warum sprichst du jetzt wieder rüber zur Intelligenz? Ich hab dir gesagt, die Erde, du erkennst, dass die Erde nicht für uns, 100% für uns kompatibel ist. 100%. Wir müssen uns die Erde kompatibel für uns machen. Wir müssen Straßen bauen, wir müssen Treppen bauen, alle wir müssen Leiter bauen, wir müssen Werkzeuge bauen, damit wir an Sachen rankommen. Das ist deswegen für uns geschaffen, weil es viele Eigenschaften gibt in Pflanzen, die uns helfen. Zum Beispiel Medizin, ja? Glaub nicht, dass das durch Zufall entstanden ist. Ja, es gibt halt eben Kräuter, die sind halt so perfekt für uns geschaffen. Ja, Gatto, du merkst, du kommst mit dir auf jeden Fall nicht auf einem. Der Michiavelli, der hat natürlich sein Dings. Was ich bei ihm jetzt merke, dass er dich davon versuchen will zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Macht man zwar nicht, aber es ist ein gutes Argument. Die Schöpfung war natürlich Gatto, sei bitte so höflich und hör mir erstmal zu. Meine Frage, die ich dir gestellt habe, ist nicht gewesen, um vom Maschinen-Ding, ich sag Micha, abzuwenden, sondern einfach nur, um dir so ein bisschen zu erleichtern, dass du eventuell hier gerade im falschen Stream bist. Warum? Es geht jetzt rein darum, nicht irgendwie Krieg oder Leute davon zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt, sondern dass Leute hier ihre Meinung vertreten können. Die, die ihre Meinung vertreten, müssen aber auch damit rechnen, einen Konter zu bekommen. So, und jetzt ist es so, du hast meine Frage nicht beantwortet, du hast gesagt, er ist alle. Es ist nicht richtig. Gott ist entstanden durch den Gedanken eines Menschen. Gott war nicht auf der Erde und hat hier alles da und hat einen Baum angepflanzt und hat Adam und Eva und hat die Schlange und hat den Apfel vergiftet. So ist das nicht entstanden. Gott kommt durch den Glauben eines Menschen. Der ist entstanden oder ist erst existent, seitdem der Mensch existiert. Darf ich euch eins ans Herz legen? Ich muss es leider jetzt raus, aber es war toll, mit euch zu sprechen, auch wenn wir ein bisschen diskutiert haben. Schaut euch doch mal bitte bei YouTube das Phänomen Bruno Gröning an. Da gibt es einen Teil 1, einen Teil 2 und Teil 3. Und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon hält, okay? Mach ich. Ich klaue dir kurz. Doku geht so 2 Stunden ungefähr. Ist echt sehr, sehr interessant. Egal, was man glaubt oder Atheist ist oder wie auch immer. Ist es sehr, sehr interessant. Das Phänomen Bruno Gröning. Ich will wissen, dieses Bruno Gröning, ist das die Art und Weise, wie Gott quasi uns jetzt von seiner Existenz überzeugt? Das ist ein Mann gewesen, der hat in den 50er Jahren gelebt, der hat sehr viele Menschen geheilt. Und ich frage ja gerade, ist das jetzt die Art und Weise, wie das ein Beweis für uns, dass es Gott gibt? Nein. Das ist was ganz anderes. Das sind Dinge passiert, die man sich so gar nicht erklären kann. Und vielleicht ist es für euch ja auch irgendwo was, wo mich würde eure Meinung dazu interessieren. So, ne? Also, ja, aber das passiert jeden Tag, Gatto, Sachen, die man sich nicht erklären kann. Das passiert jeden Tag. Ja, ne? Wenn jemand meint, dass das durch Gottes Hand entstanden ist, dann muss er das mit sich selber ausmachen und das nicht so verbreiten und mit Unwissen, weil für mich ist das Unwissen, zu prallen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Hoffmann oder Micha oder irgendjemand sagt so und so und so, ist das weil wir das irgendwo aufgefasst haben. Und bei dir, Gatto, ist das genauso. Du hast das aus den Büchern aufgefasst.
Ah, ich weiß nicht, ob ich das. Ich glaube, ich habe als Kind schon, unabhängig vom Buch, habe ich als Kind schon von der, allein schon irgendwie im Kopf gewusst, dass es was Höheres gibt. Vielleicht auch so für deine Seele und für deinen Balsam. Ich war 38 Jahre lang Moslem mit Herz und Seele und habe versucht, alles so zu. Egal, ne? Nur was das betrifft. Und durch Fakten, durch Fakten, nicht durch das, was in Büchern steht, sondern durch Fakten und durch den Hass, den die ganzen Islamisten und Juden und Christen hier verteilen, mehr der Islam als alles andere. Viele Religiöse machen den Glauben kaputt. Ja, das ist das Problem, ja. Für mich ist zum Beispiel, ich bin Christ. Du hast meine Worte jetzt erwähnt. Dankeschön. Ne, also für mich ist jetzt, sag ich mal, der Glaube an was Höheres nicht an irgendwas gebunden. Verstehst du, ich meine, eine Kirche repräsentiert für mich jetzt nicht Jesus Christus, ja. Die machen ihr Ding, ja, die machen viele Fehler, die haben im Mittelalter viele Fehler gemacht und solche Dinge, ja. Die repräsentiert für mich nicht diese Lehre, ja. Und ich verstehe dich da auch schon, deswegen machen viele Religionen halt diesen Glaube kaputt, so, ne. Bei mir ist es kaputt gegangen. Bei mir ist es wirklich so durch familiäre Enttäuschungen, also durch Verluste und durch das, was ich hier bei TikTok erlebe. Ja. Ich habe das gerade der Lara erzählt, Gato, wo ich hier reingekommen bin. Wir haben uns jetzt gerade erst kennengelernt. Ich war gestern das erste Mal seit langem in einem Livestream, in einem Islam-Stream, um einfach wieder so ein bisschen den Weg in das, was mein Vater mir beigebracht hat. Die erste Frage, und ich habe gestern noch nicht Islam geheißen, mein Name war gestern noch Haramstufe Rot. Ja. Ja, die erste Frage, die mir gestellt haben, Gato, anstatt Hallo oder wie heißt du, wie alt, nix. Ja, bist du Moslem? Ja. Das war die erste Frage. Das ist auch, ne, ja, das ist auch so. Oder mit der Moschee. Ich war in der Moschee vor einem Jahr, weil wegen Verluste in der Familie und Versagungsängste und ich habe versucht, mich an irgendwas festzuhalten, um mich selbst ein bisschen aufzubauen, ja. Ja. Was ist passiert? Die haben mir den Gang in die Moschee verweigert. Warum? Weil mein rechter Arm zu tätowiert ist. 35 Grad in der Sonne, der sagt zu mir, du kommst hier nicht rein. Da sagt zu mir, geh bitte nach Hause und zieh dir einen Pullover an. Und so weiter und so fort. Und dann solche Du kannst auch den Islam nicht schuldig vom menschlichen Verhalten machen. Ne, da hast du recht. Das haben mir 100 von 100 Leute auch gesagt. Da hast du vollkommen recht. Aber deswegen wäre vielleicht unabhängig davon. Bezüglich der Moschee, Entschuldigung, Kato, bezüglich der Moschee, da gibt es doch auch so diese Kamis, kannst du doch da anziehen und so. Hä, verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, nicht so genau. Aber da hat die recht. 100 von 100 Leute haben zu mir gesagt, dass ich die nicht dafür verantwortlich machen kann. Aber die Allgemeinheit, ich bin so ein Mensch, ich fasse nicht ein Thema, ich fasse nicht ein Stift an, ja, sondern ich probiere mit mehreren Stiften zu malen. So, und es hat bei keinem funktioniert. Kein Stift, der Islam hieß oder. Du hast auf deinen Arm gemalt mit den Stiften, oder? Ja, ich sagte, es hat nicht funktioniert. Ich versuche seit einem Jahr mit allen Mitteln wieder an meine Glaubensrichtung, die mein Vater mir nahegelegt hat, nachzukommen. 5-mal am Tag zu beten, nix. Weißt du, was passiert ist jetzt in diesem einem Jahr? Dass ich von Glauben und allem nichts mehr mit zu tun haben möchte. Warum? Ja, weil du es miteinander verbindest. Für mich ist das Hass erfüllt. Jeder redet von, der Islam ist Kriege, nein, absolut nicht. Ja. Das, was hier verfolgt. Also der Grund, warum ich von der Religion ausgetreten bin, ist, hat nichts mit menschlichen Sachen zu tun. Also mir hat auch viele Sachen nicht gefallen. Ja. Sondern der Grund, warum ich finde, das ist ein viel stabilerer Austritt, weil der auch wirklich. Entschuldigung, weil ich dich unterbreche. Ich muss leider raus. Ich danke für eure Konversation und alles. Schaut euch da mal an. Bruno Gröning ist echt interessant. Okay. Alles klar. Dankeschön, Gato. Danke, dass du da warst. Wir gucken das mal an. Tschüssi. Ciao. Also der Grund für meinen Austritt, auch für Lara, glaube ich auch, ist ja die Religion selber gewesen. Also der Inhalt der Religion, unabhängig von irgendwelchen Menschen jetzt. Ne? Die Religion selber mit den ganzen inhaltlichen Regeln etc. Und bei mir nochmal eben halt auch wegen der Geschichte, wegen den alten Mythologien, wenn man die nochmal heranzieht, dann erkennt man, dass der Islam keine besondere Religion ist, sondern einfach nur eine Mythologie ist. Ich habe davon zu wenig Ahnung. Ich kann leider nichts dazu sagen. Möchte ich auch nicht aus Respekt den Menschen, die glauben, möchte ich jetzt nicht mich dazu äußern. Aber du magst recht haben. Ne? Also du magst wirklich recht haben diesbezüglich. Bei mir war es ähnlich, vor allem jetzt zum finalen Ende in den letzten 2-3 Monaten, wo viele, viele
Verse und alles wie nicht widerlegt wurden, aber die für mich spanisch vorkommen. Und ich sage, und warum das so, warum man sich nicht mit der Welt mitentwickelt, warum muss man immer noch so in diesem, ich verstehe es nicht, oder? Und dann so Aussagen, und wenn die Frau vergewaltigt wird und nicht laut genug schreit, dann muss sie umbringen, die Frau darf geschlagen werden, wenn du tot bist und deinem Glaubensrichtung nachgehst, dann werden dich oben 99 Jungfrauen mit geschwollenen Mädchen, kleine Mädchen mit geschwollenen, angeschwollenen Brüsten erwarten und. Weißt du, das sind alles so, genau wie du gesagt hast, was mich davon überzeugt, dass das nicht richtig ist. Ja, vor allem das mit den Paradiesversprechen. Mir kam das irgendwann vor, als ob man versucht, ein Kind zu verarschen. So, ja. Du kriegst das, alles ist so richtig toll und richtig schön. Und das hört sich an, merke ich erst. Ja, das hört sich richtig an, als ob du ein Kind verarschen willst, so, mit irgendwelchen Kommen. Ja. Und viele gehen noch drauf ein, so. Da fangen dann, sagst du auch, Menschen, genau. Sag ich ja. Der Mensch hat dafür gesorgt, dass Gott existiert. Guck mal, ich zeig mal zum Beispiel irgendwas. Etwas. Hm. Warte. Hallo? So, guck mal, zum Beispiel. Warte, ja. Ich mach dich groß. Warte. Danke, Lara. Warte. Aber ich kann nur so machen. Okay. Guck mal, zum Beispiel, wenn man nächstes Mal Buddhismus anguckt, ne? Dann sieht man so ungefähr, wo diese Gebete herkommen, so zum Beispiel im Islam, zum Beispiel diese Hand aufhalten beim Gebet zum Beispiel, oder dieses hier zum Beispiel sowas, so, weißt du? Du erkennst zum Beispiel, wo die Ursprünge sind von diesen ganzen Bewegungen auch im Gebet, oder von den Sumerern zum Beispiel, ja, diese Haltung mit Hand vorne, ja, wo das herstammt, ja, dass das aus dem Sumerischen auch abstammt, und du erkennst das, man weiß das alles aber nicht, man denkt, dass es irgendwie göttlich ist. In Wirklichkeit ist es einfach nur Übernahmen von alten alten Kulturen, die Körperhaltung und die Gebete etc. Ja, also das weiß man alles nicht. Und die ganzen Inhalte der Religion auch, also die ganzen Geschichten stammen auch alle von den alten Kulturen ab. So, und das sind so Sachen, die Erkenntnisse, die im Endeffekt mir zeigen, dass der Islam nichts anderes ist als einfach nur eine Mythologie. So, Hassan, bitteschön. Du hast schon noch nichts gesagt. Hi. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich grüße dich auch. Hallo. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, ich danke. Bitte schön. Und zwar, erstens würde ich, okay, seit einer halben Stunde bin ich am Warten, aber Thema zu Thema, alles wurde gewechselt. Hassan, du kennst sage, schon mein Stream, weißt du, wie es hier abgeht? Du weißt Bescheid. Ja, ich habe geduldig gewartet. Wegen Nisa Syrah 34, aber trotzdem einmal zum Islam, nein danke, würde ich mal was sagen. Nach meiner Ansicht, Wahrnehmungssensor, den ersten Schritt hast du richtig gemacht. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil jetzt musst du selbst agieren und selbst suchen. Nicht immer hören oder was andere dir gepredigt haben. Und deswegen... ich empfehle dir, suche nach der Wahrheit. Ich hoffe, du findest. Und bei Machiavelli, sehr schöne Bilder hast du gezeigt. Zum Beispiel das Gebet gab es ja nicht, ist ja nicht mit Koran gekommen, sondern das gab es schon vorher. In anderen Kulturen. Also der, genau, also das gab es schon vorher. Es ist nicht mit Mohammed gekommen. Es ist nicht mit Koran gekommen, sondern das war immer gewesen. Und deswegen sehen wir auch solche Statuen, Zeichnungen, was Menschen uns hinterlassen haben. Ja, es ist nur, man muss halt unterscheiden, ist das damals gemacht worden, weil schon immer Allah da war und immer der Islam quasi schon geherrscht hat und die Menschen haben das nur falsch verstanden, oder ist das nur im Islam nur eine Kopie von älteren Mythologien? Das ist, ich sag mal so, nach meiner Wahrnehmung, auch Koran zum Beispiel ist ja eine Bestätigung aller Bücher, die damals vorhanden waren. Und Gott hat ja damals auch gesprochen, weil Menschen unter sich nicht verstanden haben.
Hier ist das Gesetz. Ich empfehle euch, so zu handeln. Es gibt ein Paradies, es gibt eine Hölle. Ihr entscheidet, wo ihr möchtet und so weiter. Deswegen sage ich, dass auch davor schon solche Bücher gegeben haben, wo geschrieben ist, hier Menschen, ich weiß über euch besser Bescheid, richtet dich danach, dann werdet ihr an alle Wahrheiten recht geleitet. Ja, du bist ja Muslim, ne? Genau, ich bin ein Muslim. Alhamdulillah. und du hast ja halt, das ist das, was ich meinte gerade. Für dich ist das ja so, dass diese Worte Gottes schon ewig da waren und der eine Gott immer der gleiche Gott war und die Gebete auch mal die gleichen Gebete waren. Und deswegen gibt es halt so Darstellungen von diesen Gebetsformen, weil ja im Ursprung Allah da schon immer gesagt hat, wie man zu beten hat. Das ist ja deine Variante. Aber und zwar, dass ich dich unterbreche. Weil die Menschen selbst jemandem angebetet haben, denke ich, dass die Verse dann offenbart worden sind. Wenn ihr jemandem betet, dann betet den Erschaffer an. Und das bin ich. Ich bin eins. Beigesellt mich nicht. Ja, weil die Menschen, natürlich. Das ist ja, ich sag mal so, ich und du, wir sind in einer Insel, das wird ja immer beschrieben. Und dann Menschen haben alles aufgebaut, danach wollen wir an was glauben. So ticken wir immer. Wir suchen was. Entweder das ist von Langeweile, dies oder das, aber wir suchen an irgendwas suchen wir. Das ist, glaube ich, dieses Instinkt, was wir haben. Und dann bauen wir uns Statuen und beten ihn an, so in der Art. Ja, aber du hast meine Frage, du hast meine Dings nicht verstanden, glaube ich. Ich habe den Unterschied erklärt zwischen, wie es zu diesen Bildern zum Beispiel kommt. Du hast ja gesagt, dass es halt von Gott immer schon diese Gebetsform schon gegeben war, von schon immer. Und da haben das die Menschen halt gemacht, aber teilweise ein bisschen geändert oder halt falsch verstanden oder für andere Götter benutzt, diese Gebetsform. Das ist ja da, so diese Variante, wie ein Moslem daran geht, weil der Islam war immer, nur die Menschen haben das mit der Zeit geändert. So. Und das, was ich sage, ist, nein, der Gedanke über einen Gott oder die Vorstellung von einem Gott und wie man sich halt beim Gebet verhält etc., all das hat sich mit der Zeit immer weiterentwickelt und das hat sich halt eine Kultur hat das von der anderen abgeguckt und im Endeffekt hat der Islam auch das von irgendwelchen Kulturen abgeguckt, weil die Begründung ist, weil es geben halt definitiv viele Nachweise dafür von vielen Kulturen, vielen Religionen, wie sie gebetet haben, was sie gemacht haben, was sie erzählt haben. Aber es gibt halt rückwirkend in der Vergangenheit keinen Hinweis darauf, dass es sich dabei um irgendein Allah handelt oder so. Das heißt, wir erkennen einen Weg, wie es von dort zum Islam kommt, aber wir erkennen nicht den Weg, dass der Islam von heute auch damals gab. Das erkennt man nicht. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber es reicht doch schon, dieses Begriff Gott ergeben. Ja, ich muss ja nicht erwähnen, dass ich ein Muslim bin. Ich muss das ja nicht. Also ja, doch, ich bin Gott ergeben. Im Islam musst du Moslem, also musst du ja die Regeln, musst Allah anbeten, musst du fünfmal am Tag beten. Ja, du musst ja die Regeln von des Islams einhalten. Und du darfst Gott ergeben sein. Du darfst nicht Gott ergeben sein, wenn dieser Gott nicht Allah ist. Das heißt, Gott ergeben sein reicht nicht aber aus. Aber es gibt doch auch Muslime, die nicht beten. Ja, aber sie beten halt keinen, also dieses Gott ergeben sein heißt Allah ergeben sein, nicht irgendwie Jesus ergeben sein oder Ishtar ergeben sein oder Zeus ergeben sein oder Inu ergeben sein, ja, Odin ergeben sein. Das ist alles, diese Götter dürfen da nicht mehr rein. Es geht, Gott ergeben bedeutet nur Allah ergeben sein, nicht die anderen Götter, die ich gerade aufgezählt habe. Genau, aber ich glaube auch nicht, dass die damals auch ich sag mal so, sagen wir mal, wir sind in Zeit vom Buddhismus, sagen wir mal, wir alle. Wir befinden uns dort und da war einer, der hat es gepredigt, Gottes Wörter weitergegeben. Und die Menschen haben gebetet. Nach einer Zeit wurden Verspaltungen stattgefunden und die haben sich
Götzenbilder, sagen wir mal Statuen und so, erbaut. Und jeder seine Gottbild anders vorgestellt. Wie heute zum Beispiel gibt es auch, ja, dass die Menschen mehrere Götter sich gebaut haben. Eigentlich war durch diese Predigung gemeint worden ist, nur einen Gott beten, haben die Menschen halt durch die Verspaltung mehrere Götter angebetet. Aber dieses Gebetshaltung wurde ja stattgefunden. So, also, sagen wir mal so. Erstmal, Buddhismus ist ein schlechtes Beispiel, weil Buddhismus nicht diese Göttervorstellung hat, die wir jetzt kennen. Weil, nein, das sagst du. Ist das eine atheistische Religion? Buddhismus, im Buddhismus bezieht man sich mehr auf Buddha, auf den Geist Buddha, der immer wieder reinkarniert. Und die Statue symbolisiert einfach nur diesen Buddha, diesen Menschen, der, oder diesen Geist, der immer im Menschen neu reinkarniert. Aber ich weiß, was du meinst. Wir können ja viele andere Religionen heranziehen, wo ich verstehe, was du meinst. Aber das ist halt nicht richtig, weil im Ursprung hat man nicht an einen Gott geglaubt und dann ist daraus irgendwie, sind da Figuren entstanden und bla bla. Im Ursprung sind die Götter auch nicht diese Götter gewesen, die wir jetzt heute als Götter wahrnehmen, sondern das waren zum Beispiel der Regen, das war die Sonne, das waren Naturereignisse oder die Bäume, der Wald etc., der Wind. Also von diesen Wegen hat sich diese Elemente, die man auf der Erde kennt, haben sich dann halt mit der Zeit personifiziert, bis wir eben heute bei einem Allah sind. Allah ist nur eine Personifizierung von ganz vielen Naturereignissen. Hassan, weißt du, wie viele Glaubensrichtungen es gibt? Hast du dich mal informiert, wie viel? Sehr viele. Es gibt weit über 1000 Glaubensrichtungen, die anerkannt sind. So, man sagt ja so, es geben so über 5000 Religionen, die man halt gesehen hat. Und ja, also 5000 Religionen kennt man, hat man so, weiß man von der Weltgeschichte her, ne? Das, was man alles gefunden hat, so, man sagt halt so roundabout 5000 Religionen gab es schon auf der Welt. So krass. Siehst du? Das ist das, was ich meinte. Und wenn jemand, das ist das, was ich jetzt versuchen möchte in nächster Zeit, seit gestern, mit Start gestern, obwohl ich seit einem Jahr hier. Was ich jetzt, weil mein Ziel ist, ich möchte, dass wenn jemand Moslem oder Christ oder egal was, selbst wenn er Buddhist oder was Jude ist, ne, sind alles Menschen, wenn er was mit dem Glauben. Oh, mein Akku ist leer. Ja. Oh nein, Hassan, echt? Oh nein, jetzt musst du weg, oder? Stromkabel. Yeah. Ich habe keinen Akku. Schade. Oh, jetzt ist er weg. Ja. Okay. Kein Problem, nimm meine. Oh nein, der ist jetzt weg. Scheiße. Das ist so ein guter, gutherziger Mensch. Der war voll sympathisch. Ja, Mann, ich kenne den. So kann ich dir gerne mal folgen. Der ist so ein Lieber. Ja, mach ich. Der ist ja echt sehr nett. Der geht auch nicht mit Gewalt an die Sache ran. Das hättest du mal gestern erleben müssen. Nein, der hat richtig gutes Herz. Also ganz, ganz ehrlich. So richtig sympathisch auf jeden Fall. Ja, finde ich super. Ja. Ja, schade. Also ich gehe dann wieder raus. Ich habe mir reinkommen, weil ich ja eigentlich wegen diesen Fehlern da reinkommen bin. Der wollte ja diese Fehler wissen. Und dann hätte ich ihm das gleich erklärt, aber der ist ja dann rausgegangen. Du hast viel geredet und gut geredet, Machi. Bitte? Du hast viel und gut geredet, sage ich. Okay, Hauptsache nicht viel und sinnlos. Nee. Sinnlos ist immer Ansichtssache. Es gibt, du hast ja den Chat gelesen. Die Hälfte davon war gegen dich, die andere Hälfte hat dich gefeiert. Ne? Ich tue beides nicht. Ne? Ich unterstütze vieles, was du gesagt hast. Feiern tue ich dich nicht. So, und ich finde das super, was du gesagt hast. In jeglicher Hinsicht und viele, viele Argumente, die du, ne? Nur was ich und du und was wir halt nicht machen dürfen, ist, die Leute gegen das zu bringen, was die möchten. Genauso wie jemand, der glaubt, nicht aufzwingen darf, dass das Richtige ist, was er tut. So, und das sollte so unsere Mission sein, Machiavelli. Ne? Unsere Mission sollte sein, dass jeder Mensch das machen soll, wofür er Interesse hat. Weil, wenn ich keinen Bock habe, ins Fitnessstudio zu gehen, gehe ich nicht. Nur weil einer mir sagt, Bruder, du wiegst 120 Kilo, du siehst aus wie ein nasser Sack, ja, da gehe ich nicht. Entweder ich mache das aus eigener Überzeugung, weil ich nicht mehr in den vierten Stock hochkomme ohne Atemnot, ja, oder so. Und das finde ich, das sollte unsere Mission sein.
Ne? Und ja, also mein Beweggrund hier ist ja nicht zu sagen, jeder soll machen, was er will und keiner braucht halt darüber reden, sondern ist bei mir ist das Gegenteil. Ich bin hier auf TikTok mit diesem Account, um halt die Debatten zu führen, um halt argumentativ mit Gläubigen zu debattieren. Das ist ganz offen und klar meine Intention hier. Ja, mir geht es nicht darum zu sagen, so, ja, du bist Christ, ja, schön, freut mich. Wie war Weihnachten so? Darum geht es mir hier nicht. Nee, das machst du gut. Das ist auch genau mein Ziel. Ne, so in der Hinsicht. Nur mit dem Hintergrund, dass die Leute mal ein bisschen den Ball flach halten. Ja, finde ich gut von dir. Bist ein Ehrenmann, was das betrifft, ja. Im Endeffekt haben mich ja die Gläubigen darum zugetrieben, weil ich ja bei TikTok immer wieder Gläubige gesehen habe, die halt übertrieben gepredigt haben, übertrieben Sachen erzählt haben. Und wenn ich dann halt meine Meinung geäußert habe, haben die gesagt, ja, was geht's hier bei anderen? Geh doch halt, mach deine eigenen Streams. So. Und die haben auch, und ich habe auch gemerkt, wie gefangen die Menschen in ihren Religionen sind und auch Logik nicht funktioniert. Habe ich gesagt, komm, weißt du was? Ich rede mir aus dem Herzen. Du redest mir richtig aus dem Herzen. Ja, und deswegen habe ich jetzt gesagt, komm, ich muss die Leute mal so ein bisschen aufwecken und möglichst, wie ich halt kann. Ne? Ja, mach weiter. Du hast ja schließlich die Möglichkeit. Mach da weiter, hör nicht auf damit. Ne? Ich meine, du hast die Zeit hin und wieder bestimmt mal. Aber ich wollte jetzt auch offline gehen. Nichtsdestotrotz würde ich mir gerne mal anhören, was der Abu Lola zu sagen hat. Oder du bestimmt auch, oder? Obwohl ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ja, ich wollte eigentlich auch rausgehen, aber... Nein, also ich wollte dann. Okay, dann machen wir doch so, weil dann ich nämlich auch, lassen wir ihn kurz zu Wort kommen, dann genau. Ne, und dann gehen wir alle raus und dann vielleicht später, vielleicht mach ja Welle, du machst einen Stream oder so, keine Ahnung. Jawohl, dann. Du kleines Einhorn, so machen wir das. Hä? Ach so, okay. Alles gut, alles sagen, gut. Das voll cool. Bitte schön. Bitte? Auch hier, ich wollte nur sagen, dass ich das cool finde, dass es hier auch ein Stream gibt von Agnostikern, Atheisten und so weiter und so fort, weil hier wird man wirklich nur von Gläubigen überflutet. Ja. Ich sag, wir versuchen hier die Gegenwelle zu machen, das Gegengewicht darzustellen. Ja. Wir machen jetzt genau das Gegenteil, Abo. Ne? Ja, finde ich gut. Ja. Ja, was heißt hier, wir machen das Gegenteil? Guck mal, erstens, meine persönliche Absicht, ihr könnt ja die Meinung teilen oder nicht, das ist ja euch zu überlassen, ne? Ich möchte nicht missionieren, ich möchte diese Sachen nicht, auch ich möchte nicht jemanden irgendwie Zweifel geben oder keine Ahnung, ich sage immer so, jeder ist freiwillig da, nur ich nehme mir persönlich die Erlaubnis, was auch rechtlich legitim ist, dass ich meine Meinung sagen kann und auch Religionen kritisieren kann und darf, sowie auch einen Gott. Ganz einfach. Und die Gläubigen, die müssen das aushalten. Und wenn sie das nicht aushalten, einfach weitergehen. So, das ist so meine Sache. Ich möchte einfach meine Meinung und dann noch als Frau, ne, weil den Gläubigen das gefällt ja nicht, diese ne, Geschichte so. Das möchte ich einfach so ein Zeichen setzen. Guck mal, ich kann meine Meinung sagen und du kannst nichts sagen. Und dann Gott macht mir sowieso nichts, weil der nicht existiert. So. Ein bisschen Provokation und so. Jasmin sagt hier, naja Leute, Gläubige sind keine schlechten Menschen. Das hat auch keiner gesagt. Das hat ja auch keiner gesagt, dass Gläubige schlechte Menschen sind. Ich glaube, das hat sie auch nicht so aufgebracht. Also ich meine, sie wollte das verallgemeinern, dass nur weil wir jetzt so darüber reden. Na, ich glaube, so hat die Jasmin das gar nicht gemeint. Sie meint, jeder Mensch ist für sich schön, jeder Mensch ist schön, jeder ist vernünftig, aber es gibt halt auch die andere Sorten. Es gibt gläubige Menschen, die machen alles kaputt. Es gibt Leute wie wir, die alles kaputt machen können. Ich sag jetzt schon wie wir, ich bin erst seit gestern auf dem Level, weißt du, aber ist egal. Ich verstehe, was Jasmin meint. Ich glaube, die meint das gar nicht so böse. Nee, das hat auch keiner gesagt, dass es böse meint. Ich meinte nur, dass Gläubige, ne, das ist jetzt nicht unsere Intention hier zu sagen, Gläubige sind halt irgendwie böse oder haben böse Absichten oder so. Das haben wir nicht behauptet. Also die weiß ja auch, dass wir das auch wissen, dass Gläubige keine schlechten Menschen sind. Jasmin, bist du gläubig? Ich persönlich, ganz ehrlich, ich bin da, ne, Dings,
den Menschen respektiere ich, solange er mich respektiert. Ganz einfach. Hat er mit mir Respekt, respektiere ich ihn zurück. So. Ja, das ist ja eher meistens Art, umgekehrt. Ich habe so meine Art. Manche kommen mit klar, manche nicht. Die müssen das so selber entscheiden. So, ne? Was aber ich nicht mache, natürlich, Religionen verdienen von mir persönlich gar keinen Respekt. Weil diese Religionen, die sind einfach irreführend. So. Und die löschen einfach so diese Menschen irgendwie aus mit irgendwelche Märchen, irgendwelche Geschichten so, und das verdient für mich keinen Respekt, ganz ehrlich, da bin ich konsequent. Es geht ja noch weiter, diese Religionen haben ja auch keinen Respekt dir gegenüber, sie sagen, du kommst in die Hölle. Auch, jetzt genau. Zum Beispiel im Islam, du bist schlimmer als ein Vieh, ja? Du bist die schlimmste Schöpfung und so weiter und so fort. Ja. Also bezüglich Hölle und Strafe und ich werde Allah sehen, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil wie gesagt, für mich existiert das sowieso nicht. Ich bin davon fest überzeugt. Aber das ist einfach so dieser Hass, was sie damit sagen. Ich glaube, ihr meint das, ne? Das ist so ihr Hass. Die wollen so ihr Hass einfach so zeigen. Ja, ich habe der Jasmin jetzt mal das Plus geklaut. Lest mal den letzten Satz, den die geschrieben hat. Alhamdulillah, Muslimanin. Ich bin Muslime, aber respektiere alle. Wir sind alle Menschen. Und davon... Genau so bin ich 38 Jahre lang erzogen worden. Wo sind diese Leute wie Jasmin? Wo sind die hin? Das gibt's nicht mehr. Ja, doch, gibt's genug. Ja, aber zum Glück gibt's noch genug. Nur, ja, die sind ja hier, die sind ja auch nicht so präsent hier jetzt und so penetrant hier. Deswegen sehen wir die auch nicht. Ja, das kann sein. Weil die Penetranten, die überdecken dann die anderen, die ruhigeren, ne? Genau, ja, das ist ja da diese Miststück, nee, wie heißt die? Nee, Miesmücke. Miststück, Entschuldigung. Tut mir leid, ich habe falsch gelesen. Die sind nicht auf TikTok, ja, das stimmt. Sowas findet man nicht auf TikTok, diese Seltenheit. Ne? Also Raritäten findest du ja auch nicht auf TikTok. Entschuldigung, Miesmücke. Ich habe mich verlesen. Nichts. Passiert, sehr menschlich. Ja, okay, Leute, dann alles gut. Okay, Leute, dann mache ich den Stream auch raus und dann mache ich ja welches Spiel. Gehst du später online oder heute noch? Oder ja, bestimmt. Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Na, ich okay, klaut euch den Plus so alle, ne? Und man sieht sich oder hört sich dann irgendwo. Alles schon geklaut, so Michael Welli noch. Ciao, ich wünsche euch ciao, was. Ciao. Danke, tschüssi, bye bye, Leute. Ciao.